Die Ausstellung Optik Schröder II zeigt einen repräsentativen Querschnitt durch die Sammlung von Alexander Schröder. Mit zentralen Werken von international beachteten Künstlerinnen und Künstlern gehört sie zu den profiliertesten Privatsammlungen für Gegenwartskunst. Sie verfügt über eine Fülle von repräsentativen Schlüsselwerken der letzten drei Dekaden. Mit ihren konzeptionellen, minimalistischen und gesellschaftsbezogenen Ansätzen schärft und aktualisiert sie das Profil unserer Sammlung. Ich habe Mitte der 90er Jahre angefangen, Kunst zu sammeln und konnte dann am Anfang mich auf einige Künstlerpositionen fokussieren. Und durch die Zusammenarbeit und das Kennenlernen dieser Personen konnte ich relativ nah an dem Geschehen die Arbeiten sammeln und mitverfolgen. Da gibt es beispielsweise den Kai Althoff, von dem ich fast über 30 Jahre Arbeiten zusammengetragen habe, oder Tom Burr aus Amerika, der sozusagen als Kontextkünstler einen wichtigen Einfluss in meiner Sammlung auch spielt. Das Sammeln ist sehr wichtig in der Kunstwelt, weil das ist sozusagen der Antriebsmotor, der alles am Laufen hält. Arbeiten werden meist erst von Privatleuten und dann erst später von Institutionen erworben und formulieren dann über einen längeren Zeitraum das, was man dann später vielleicht dann einmal Kunstgeschichte nennt. Für mich ist das ein großartiger Anlass, hier die gesammelten Sachen alle mal zusammenzusehen und auch für mich selber zu versuchen zu verstehen, wo der rote Faden sozusagen liegt. Viele Sachen werden oft direkt aus einer Bauchentscheidung erworben und kommen dann erst wie in so einer Situation Jahre später zusammen. Und dann merkt man, dass da doch irgendwie was zusammenpasst und ist hoch erfreut. Deswegen freue ich mich natürlich auch sehr, dass ich hier dieser Einladung folgen konnte und mir hier meine Sammlung präsentieren kann.